Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Manchester City, Leute. Heute geht es weiter gegen Derby County. Danach ist wieder Länderspielpause. Es geht... Achso, ja, wir müssen, glaube ich, den Vertrag erstmal verlängern mit Frankreich. Deswegen sind die Länderspiele gerade ausgeblendet. Junge, wie viele Spiele im Dezember? 2, 4, 6, 8, 9 Spiele im Dezember, Alter. WTF. Dezember wird wieder komplett reingeschissen, Alter. Gegen Chelsea, das ist natürlich nicht so geil im Viertelfinale. Boah, scheiße, Alter. Leicester gegen Nottingham Forest. Können wir nicht gegen Nottingham Forest spielen, Alter? Man U, Arsenal, Tottenham, West Ham. Liverpool ist, glaube ich, rausgeflogen in der letzten Runde. Oder war Liverpool überhaupt noch dabei? Ich weiß es nicht. Na gut, mal schauen, Leute. Ja, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, ne? Macht die 1 Milliarde Likes gleich. Ihr wisst Bescheid, Leute. Falls ihr Bock habt, ich würde mich sehr freuen. Und nicht vergessen, checkt mal den Shop aus. Ja, Leute, wer Lust hat, ist Bescheid. Nice Designs in Orange, in Rot, in Blau und Grün, ja. Als T-Shirt, als Pullover. Ganz, ganz viele Designs. Gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start, Leute. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot und Grün. Und... gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt mal gerne aus, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Danke euch. In der letzten Folge auch leider De Bruyne Schienbeinbruch geholt. 4 Monate Ausfall erstmal. Boah, das ist bitter, Mann. Das ist sehr bitter. Also da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen einige Zeit auf De Bruyne verzichten. Na gut, müssen wir mal schauen. Haben wir natürlich gut ersetzt mit Rode, aber trotzdem bitter. Und Leistungscheck von Frankreich heißt einfach nur Vertrag verlängern oder nicht. FIFA World Cup Halbfinale erreichen, Europameisterschaft Finale erreichen. Ja, wenn man, jetzt mal ohne Scheiß, wenn man doch die Weltmeisterschaft schon gewonnen hat, im, okay, jetzt vor 2 Jahren, ne, im Spiel hier, dann will man doch eigentlich, dass auch die nächste Weltmeisterschaft gewonnen wird. Und dann wird doch eigentlich auch das Ziel für die nächste Weltmeisterschaft auch Weltmeister werden angesetzt. Aber gut, mir sollte egal sein. Für uns vom Ding her sogar noch besser, ne, haben wir natürlich weniger Druck. Aber gut, auch Halbfinale wird natürlich nicht so leicht. Da können wir jetzt erstmal... ach man, die Mannschaft absenden. Und wieder dieser Bug, Alter. Das regt mich wirklich dieses Jahr auf. Das war letztes Jahr nicht so, ne? Ey, jetzt können wir wieder die Mannschaft nicht absenden. Was soll das? Och, Digga. Wer denkt sich so eine Scheiße aus, Alter? Ohne Scheiß. Was ist für ein Bug, Alter? Dann kommt eine Nachricht und ich kann den Kader nicht mehr abgeben. Jo, geil, Alter. Korrekt. Korrekt, Digga. Korrekt. Jetzt habe ich auch noch irgendeine Nachricht gerade aus Versehen geskippt. Rafael Varane hat sich verletzt. Gehirnerschütterung. Warte mal, Facecam zu groß. 4 Tage, na gut, geht klar. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Digga, WTF, was habe ich hier gemacht? Das sind Nachrichten von... what the fuck, Alter, warum sind die Nachrichten hier? Jetzt sind alle Nachrichten weg. Hä? Die aktuellen Nachrichten sind weg, oder was? Was habe ich gerade gemacht, Alter? So, jetzt sind sie wieder da. Komplett lost. Ach so, ich habe den Posteingang, aber ich bin aufs Archiv irgendwie gekommen. Archiv. Aufs Archiv bin ich gekommen. Da hat der irgendwelche alten Nachrichten angezeigt. Muss ich denn sagen, Alter, WTF? Was verletzt der sich denn jetzt aus dem Nichts? Kompletter Fälscher wieder. Und der scheint okay zu sein. Bis 72 und 93er Potenzial. Joa, kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Hoffentlich. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen. Mal gucken, ob hier ein Brasilianer noch dabei ist. Von mir aus gerne mal die Franzosen, Leute. Ihr wisst es, können wir dann gerne schön in die erste Mannschaft holen. Wie sieht es hier aus? 94. 1,89 groß, der ist Torwart. 60.000 Mark wert. Boah, ich glaube, das sparen wir uns lieber. 70.000 Mark wert sparen wir uns ebenfalls. Naja, unsere Mannschaft ist auch relativ voll. Von daher lassen wir es erstmal dabei. Wir können mal kurz diesen einen Franzosen anschauen. Franzosen immer nice, wie gesagt. Können wir dann irgendwann in die erste Mannschaft holen. Ich habe schon wieder, ich hab nicht drauf geachtet, wie der Typ hieß, Alter. Ich bin auch ein Vollidiot wieder. Absoluter Vollidiot. Der hier ist echt nice, weil den werden wir auch safe irgendwann in die erste Mannschaft holen bei Frankreich. In die Nationalmannschaft, weil wir brauchen da ja einen Torhüter. Oder beziehungsweise wir brauchen einen Torhüter-Nachwuchs. Barrett ist auch nice. Wo ist der, Alter? Der war auch Franzose. War das der hier, Pasquier? War das schon wieder ein Torwart? Der, habe ich schon wieder einen Torwart geholt? Ey, wir haben zu... Alter, der hier war das, glaube ich, Barrett. Der war das, Alter. Nice. Maschine, der Typ, Alter. Der war das. Geil, Alter. Auch nice. Boah, also ein paar gute Jugendspieler stehen schon an hier, muss ich sagen. Die stehen Schlange. So, wir gehen nochmal mit der Bestbesetzung ins Spiel gegen Derby County. Aufsteiger sollte easy machbar sein. Danach ist Länderspielpause. Können sich die Jungs hier ein bisschen ausruhen. 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Nächste Niederlage. 3-1. Sterling Doppelpack. Laporte trifft, Alter. Er trifft auch nicht so oft. Sterling 1-0, dann 1-1 und dann zweimal nachgelegt hier. Nice. Aber bringt uns momentan alles nichts, weil auch die guten Kollegen aus Tottenham immer weiter gewinnen. Ariel Antuna, 2 Millionen Angebot. Was hat er
für einen Markt, was hat er für ein Potenzial? Haben wir auch schon 10 Mal nachgeschaut, Leute, aber ich kann mir das alles nicht merken, Alter. Zu viel, Alter. 77 geht jetzt auch nicht mehr so viel. Und wir müssen mal ein paar Spiele abgeben. Wir geben den mal ab, weil unser Kader ist ja voll, Leute. Sonst können wir bald keine Jugendspieler mehr verpflichten. Deswegen müssen wir mal, stimmt, Alter, das ist nicht schlecht. Deswegen müssen wir auch mal den einen oder anderen Spieler abgeben. Das wäre schon nicht verkehrt. So, nächste Trainingseinheit steht an, Leute. Murphy geht wieder ein Stück hoch. Kann man machen. Auf 63 mittlerweile. Wir können vielleicht sogar mal Stones rauspacken, weil er verbessert. Ich habe ihn 2-3 Mal trainiert, hat sich nicht einmal verbessert. Packen wir ihn halt wieder raus. Wenn das keinen Sinn hat, dann können wir mal unseren Jugendspieler, ey, habt ihr die gerade gesehen, mit Burger King Trikots? Alter, Baba Trikots gewesen. Kann ich mehr reden hier, was ist da los? Was ist da los, Alter? Richtig Baba Trikots gewesen. Kommen die nochmal? Ne, leider nicht. Schade. Ja, was war das für ein Trikot, Alter? Mega geil mit Burger King. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, welcher Verein das war, Alter. Geil. 4 Spiele, 4 Siege bislang, Leute. Oh, jetzt geht's gegen Griechenland. Das ist ja Top-Spiel, Alter. Das Top-Spiel. Unsere Gruppe ist halt echt easy, ne? Also ich will ja wirklich jedes Spiel gewinnen, ey. Müssen wir, Leute, müssen wir. Können eigentlich mal bald hier den ein oder anderen Jugendspieler schon in die erste Mannschaft mitnehmen. Problem ist halt, wenn wir jedes Mal diesen Bug haben und ich den Kader ja gar nicht einstellen kann, Alter, 3 Schützen von uns, 4-3-2, alle vorne. Wenn wir jedes Mal diesen Bug haben, Leute, und ich gar nicht die Spieler auswählen kann und gar keine Spieler überhaupt für den Nationalkader bestimmen kann, dann kann ich ja auch niemals unsere Jugendspieler, wenn wir welche hätten, wir haben ja welche, aber noch nicht in der ersten Mannschaft, aber wenn wir welche dann in der ersten Mannschaft hätten, könnte ich die ja nicht mal mit in die Nationalmannschaft nehmen. Wisst ihr? Mbappé Doppelpack, Griezmann trifft auch, weil halt immer dieser Bug kommt und ich dann den Kader gar nicht bekannt geben kann, Alter. Das ist so eine Scheiße. Und man kann leider nicht irgendwie intern den Kader bekannt geben, glaube ich zumindest. Also man kann jetzt hier nicht irgendwie hier auf Mannschaft. Doch, hier. Nationalteamberufung. WTF. Ja gut, hätte ich vielleicht mal gucken können. Nicht während der Länderspiele möglich. Ja gut, das ist schön zu wissen. Komplett lost wieder von mir. Geil, Alter. Ja, super Sache, Alter. Hätte ich offenbar einfach mal vorher gucken können. Naja gut, was soll's. Was? Die Verhandlungen im Wechsel von Antuna sind zum Stillstand gekommen. Och man, Alter. Das kann nicht wahr sein. Und Traoré hätten wir vielleicht doch besser auch verkaufen sollen. Wollte ich eigentlich nicht abgeben, aber na gut. Wir müssen halt ein paar Spieler verkaufen, weil wir sonst keinen Jugendspieler verpflichten können. Das ist halt das Problem, ne? Weil unser Kader ist voll mit 54. Mit 54 Mann ist unser Kader komplett voll. 4-1 gewonnen. Lehmar, Coman, Kanté, Laporte, Sabitzer trifft auf seitens Österreich. Let's go. Bislang 6 Spiele, 6 Siege. Lässt sich sehen, Alter. Spieler, oh ne, jetzt hat sich wieder einer verletzt in der Länderspielpause. Vinicius Junior, Achillessehnenriss, Alter. Wenn ich es richtig sehe, steht da 2 Monate. Ja, so kann man es besser sehen. Oh, bitter, Alter. Bitter, bitter, bitter. Nächste Verletzung, Alter. Was ist hier los? Einige Spieler momentan verletzt. So, wir packen mal jetzt, bevor ich das vergesse, ins Training. Ja, Stones kommt raus. Und zack, Ferrier kommt rein, damit wir den halt hier auch wirklich bald in die erste Mannschaft holen können. Weil der muss trainieren, Leute. Der muss trainieren, Alter. Damit der hier auch das ein oder andere Spiel machen kann. Ja, guck's dir an, direkt sich verbessert, Alter. So muss er sein, ey. Korrekt. Korrekt, korrekt. Ihr wisst es ja, Jugendspieler verbessern sich am Anfang extrem schnell. Dann kommt dazu, dass sich generell Torhüter extrem schnell verbessern. Das heißt wiederum, ein Jugendspieler, der dann noch Torhüter ist, müsste sich extrem, extrem schnell verbessern. Wir werden sehen. Oh, gegen die Wolves, Alter. Auch wichtiges Spiel, ne? Auch sehr wichtiges Spiel, Alter. Sind, obwohl, wir müssen gleich schauen, ob die noch Vierter sind, aber die waren irgendwie Dritter oder Vierter. Also von daher nicht zu unterschätzen, Wolverhampton. Ich finde die auch in echt heftig. Die haben eine gute Mannschaft. Die haben zwar nur Portugiesen, die kaufen so gefühlt jeden Portugiesen. Ich glaube, die haben aus den ersten 11 Spielern sind mindestens 5 oder 6 Portugiesen. Deswegen, Alter, die holen halt ganz Portugal. Können sich auch umbenennen in Wolverhampton Portugal. Nicht Wolverhampton Wanderers heißen die, glaube ich, ne? Wolverhampton Wanderers machen die Wolverhampton Portugal draus. Geht auch, Alter, geht auch. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. Dann geht's gegen die Wolves. Und wir gucken auf welchem Platz. Doch, die sind noch Vierter, Alter. Die sind noch Vierter. Ich bin mal jetzt gespannt auf die Mannschaft. Nicht verfügbare Spieler. Das müsste Vinicius sein, ne? Ja, Vinicius auch leider verletzt. Dann kommt Jesus. Boah, Jesus, wann haben wir denn das letzte Mal Jesus spielen lassen, Alter? Das ist auch schon Jahre her, Alter. Scheiße, die waren an Jesus. Der könnte auch mal bald wieder spielen, ne? Naja, gut. Jetzt aber erstmal nicht. Ab geht's gegen Wolverhampton. Momentan ist halt alles zu knapp, Alter. Champions League zu knapp. Liga ist auch zu knapp. Pokal auch gegen gute Gegner. Können wir nicht immer so die B11 spielen lassen.
4-1 gewonnen, kann man machen. Nice. Cutrone haben die auch, stimmt. Jimenez haben die auch. Let's go, Alter. 4-1 gewonnen, oh, kann man machen, Alter. Neymar Doppelpack und Bernardo Silva Doppelpack. Ist okay. Kann man mitarbeiten, Leute. Kann man sehr, sehr, sehr gut mitarbeiten. Das war's dann soweit von der heutigen Folge, Leute. Nächste Runde heißt wieder Champions League. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostet es abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1 Milliarde Likes voll. Checkt noch gerne den Shop aus. Ne? Nice Designs in Orange, Rot, Grün und Blau in den 4 Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe haben wir natürlich auch noch am Start, Leute. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot, Grün. Und zu guter Letzt natürlich auch noch gratis Autogrammkarte zur Bestellung dazu. Tottenham siegreich gegen Rivalen. Scheiße, die gewinnen auch immer, ne? Also, check gerne den Shop aus. Wir hätten den wirklich Harry Kane wegkaufen müssen, Alter. Dann hätten die vielleicht weniger Chancen gehabt. Egal. Werden wir mal schauen. Irgendwann werden wir noch in der Rückrunde gegen Tottenham spielen. Dann holen wir uns die Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ihr seid die Besten und ciao.